Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sehen nichts. Das heißt also, hier, dieser Bereich muss noch gekauft werden. Ach du Alarm. Alter. Das ist teuer. 178.000? Da können wir lange verstricken. Können wir dann noch gucken, ob wir irgendwie in Berlin noch ein bisschen was an Geld bekommen könnten? Ja, noch sind die... Ja, da müssen wir auf jeden Fall gegenwirken. So, ein bisschen Taschengeld brauchen wir ja auch noch. Das heißt also, wir kaufen jetzt hier den Bereich hier hinten. So gehört uns hier alles. 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 Wir können auch jetzt hergehen und... Gewächshäuser. So, was brauchst du? Du brauchst Dinge auf jeden Fall. Checken wir jetzt mal ab, dass wir schon mal vielleicht eins in Betrieb nehmen können. Fragezeichen. Flüssigdünger, das wird teuer. Flüssigdünger. Ja, die brauchen nicht nur Flüssigdünger, oder? Und warum steht das Fahrzeug da tatenlos rum? Ach ja, weil ich den ja gestoppt hatte. So, das heißt... Dahin. Weiterfahren. Weiterfahren. So, jetzt ist die Frage, können wir mit dem Ding überladen? Mit dir möchte ich ganz gerne zum Komposter abladen fahren. Und dann gucken wir einfach mal. So. Dann guck mal. Jetzt muss natürlich wieder was passieren, ne? Kompost, wie viel verkaufen wir denn? Oder für wie viel kann man den verkaufen? Kompost. Komposterde da. 756. Na gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So muss das sein. So muss das sein. So lobe ich mir das. Sehr schön. Gut, 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 gut. Hier sind Tankstellen? Achso. Was können wir hier abgeben? Ein Blick in das Global Company Menü. Erdbeerengewächshaus. Gucken wir doch mal, was brauchst du? Flüssigdünger, Nährpaletten, Wasser, Kompost. Okay. Häcksel, gut. Gut, Flüssigdünger wird... ist jetzt nicht so teuer. Kaufen wir mal. Ja. Der Paletten haben wir. Ach komm, ernsthaft. Nee. Komm, wir machen das einfach mal. Ist egal. Kaufen, ja. Egal, wir machen das jetzt. Bin ich selbst schuld. Kaufen. Ja. So, Leerpaletten. So. Das heißt, hier fängt jetzt irgendwas an.
Alter. Heftig. Aber sieht gut aus. Gefällt mir. So. Der ist fertig mit Düngen. Das ist sehr schön. Das bedeutet... Was ist mit dir? Steht der schon hier? Nein. Der ist noch unterwegs. Achso, der ist erst hier. Okay. Jetzt ist er auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. So. Jetzt lade erstmal über und wenn du fertig bist mit überladen, dann können wir hier weitermachen. Maximale Helferanzahl muss erhöht werden. Verdammte Hacke. Kriege ich das hier irgendwie hin? Nee. Aber da gab es irgendwo einen Mod. Den muss ich auf jeden Fall noch jetzt reinhauen hier. Kann doch nicht sein. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 10. will er nicht. Ich brauche mehr. Das heißt aber, wenn ich jetzt den hier entlasse... Und da reinhüpfe, müsste der ja fahren, ne? Siehst du? So. Das ist schon mal gut. Du kannst abfahren. Gut, 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 gut. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen hier. Ja, echt die maximale Helferanzahl erreicht. Ich gehe kaputt, ne? Dann fahren wir. Nehmen noch den letzten Kalk da vom Äumel holen hier. So, dann macht das nochmal eben voll. Dann fahren wir damit zum Hof zurück. Müssen wir alles per Hand machen, ist halt so. Wieso habe ich denn so schnell das Helferlimit erreicht hier? Ja, das gibt's doch gar nicht. Unfassbare Szenen, die sich hier wieder abspielen. Weil er zu faul ist, irgendwas selbst zu machen. Genau deswegen. Ja und? Ah. So. Wir wollen mal eben gucken. Feld 6 muss auch noch gedüngt werden, ne? Jo. Yeah.
Nein, stopp, keine Abkürzung. Hier lang. So. Da, und wenn ich den jetzt einstellen will, dann macht er. Ach, Standardhelfer nimmt er? Aber nur widerwillig, ne? Ne, den nimmt er schon. Du musst so Tempomat einstellen. Ist ja witzig. Aha. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Wieso fährt er denn da mit Standardhelfer weiter? Das verblüfft mich gerade ein bisschen. Das ist ja geil. So, du. Die Frage ist, kann ich damit überladen? Wir werden es gleich rausfinden. Ich befürchte nein. Oh je, die Jungs gucken erstmal dem Fisch beim Räuchern zu. Ja, mit dem Fass geht das nicht, ne? Nö, nö, nö. Eieiei. Ne, mit dem Fässchen garantiert nicht. Das heißt, ich brauche hier ein anderes Fass. War gut, dass ich das nicht zu voll gemacht habe. So. Was haben wir denn hier für eine Stausituation? Du stehst wieder im Weg. Ah, Superkraft. Superkraft. So, lass sie mal vorbei. Machst du den Rüssel nicht rein? Komisch, komisch, komisch. Jo. Das habe ich befürchtet. Da haben wir natürlich jetzt ein Problemchen. Ja, muss ich sehen, wie ich das in den Griff kriege. In dieser Folge jedenfalls nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich zwischen den Folgen den Mod hole. Mit mehr Helfer. Weil das geht ja so gar nicht. Das geht so gar nicht. Das dauert mir ein bisschen zu lang. 31 Erdbeeren? Sehe ich das richtig?
Jo. Ach, Hexegut ist das. Wo kommen denn hier die Erdbeeren raus? Hier wahrscheinlich, ne? Das sieht mir so aus, als ob hier ein Trigger ist. Hier steht noch ein Karton. Aber ich denke schon, dass sie dann hier erscheinen. Ja gut, werden wir rausfinden. Ich bin mal gespannt. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für euer zahlreiches Erscheinen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Mist, ausgesperrt. Und ja, bedanke mich natürlich dann fürs Kommentieren, Liken, Abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und würde sagen, auf eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.